Hallo, willkommen zu einem weiteren Vanlife Diary, diesmal ein Morgen bei uns im Van. Wir haben uns direkt morgens auf den Weg gemacht, um unseren Kaffee an einem richtig schönen Spot zu genießen. Die Sonne ging gerade erst auf. Alles lag noch im Schatten und sah leicht verschlafen aus. Wir stehen hier auf einem Wanderparkplatz im Naturschutzgebiet, deswegen haben wir hier auch nicht übernachtet. Und wer weiß, was morgens direkt zu uns gehört? Natürlich der Kaffee, deswegen habe ich erstmal alles aufgebaut dafür. Wir haben einen Klapptisch im Van, das ist echt super praktisch, je nachdem, wie man den Platz halt gerade nutzen möchte. Und als dann der Kaffee ready war, kamen schon die ersten Sonnenstrahlen über die Hügel und haben die Wellen angestrahlt. Es sah einfach so schön aus. Ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm, dass wir hier morgens nicht aufgewacht sind. Das macht den Moment irgendwie nicht weniger schön. Und dann haben wir uns eine Runde Frühstück gemacht. Wir essen meistens Müsli mit Obst, so einem Vanillequark und einer ordentlichen Portion Peanut Butter. Und danach haben wir auch schon alles zusammengepackt und sind wieder gefahren, denn wir haben vor, nochmal eine Runde surfen zu gehen. Die letzte Woche war ich gar nicht im Wasser, weil ich mich nicht so fit gefühlt habe. Dementsprechend schwierig war auch die Session heute. Meine Kraft war direkt am Ende, aber Rico hatte seinen Spaß. Dann Abfahrbereit gemacht, von Laura und Jan verabschiedet und den Rest des Tages gearbeitet.